Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Asiland von Fearless MC in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Asiland von Fearless MC aus dem Jahr 2017. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier einen Sticker, den wir uns noch kurz anschauen, bevor wir die Folie abmachen. Und zwar lesen wir hier Fearless MC Asiland Limited Edition Doppelvinyl plus 10 Zoll, also 10 Inch EP auf Vinyl. Phoenix aus dem Aschenbecher nennt sich das. Downloadcode für Album und EP inklusive Instrumentals. Gut, nachdem wir diesen Sticker zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. So, wir schneiden das mal hier unten auf. So, der Sticker ist jetzt weg. Und so sieht das Ganze dann ohne Verpackung aus. Wir lesen hier oben in orangener Schrift Fearless MC, darunter Asiland. Und wir haben hier, sieht so aus, als würde er hier entweder an einem Haus, an einer Dachkante sitzen oder vielleicht hier gerade aus dem Flugzeug gesprungen sein. Also wir haben hier weiße Handschuhe, so einen schwarzen Hoodie und schwarze Hose, weiße Schuhe. Und in der Hand befindet sich eine Kettensäge. Und wir sehen hier diverse Häuser. Es dürfte wohl eine deutsche Stadt sein. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich kann euch nicht sagen, welche Stadt das hier ist auf dem Cover. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass es sich hier um eine deutsche Großstadt handelt. Gut, auf der Seite haben wir nichts zu lesen. Hier geht einfach dieses Panorama, diese Großstadt weiter. Und auf der Rückseite ebenfalls wieder diese Bilder mit weißer Wolke. Hier unten haben wir dann noch die Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Hier kommen uns auch schon die 10-Inch Vinyl entgegen. Fearless MC Phoenix aus dem Aschenbecher Ultima Ratio. Schauen wir uns gleich nochmal an. Dann haben wir hier links einmal Fearless auf einem Holzstuhl sitzend. Und hier rechts haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir hier insgesamt 14 Tracks. Und wir haben Features von Pedas und Echo Fresh. Also zwei Features auf 14 Tracks verteilt. Das Ganze so ein Gatefold mit zwei Täschchen. Wir haben hier einmal die erste Vinyl drin. Hier auch wieder Fearless in so einem Jogginganzug. Auch wieder auf diesem Holzstuhl mit Mic in der Hand. Rückseite ident. Die Vinyl sieht dann so aus. Und das gefällt mir richtig gut. Also nicht so klassisch in schwarz, wie man das meistens hat, sondern hier wirklich schön eingefärbt und passend zu dem Artwork des Albums hier in orange und gelb gehalten. Seite A, hier haben wir die ersten drei Tracks aufgelistet. Dann haben wir die B-Seite. Hier in dem Fall vier Tracks mit dabei. So, dann packen wir ihn mal wieder zurück. Dann haben wir auf der zweiten Seite natürlich die zweite Vinyl verstaut. So, schauen wir mal kurz rein, ob wir hier einen, jawohl, wir haben hier noch so einen kleinen Zettel mit dabei. Hier haben wir ebenfalls wieder Fearless in diesem Anzug, den wir auch schon vom Cover kennen. So sieht das aus. Auch hier wieder beide Seiten ident bedruckt. Und so sieht dann die Vinyl aus. Also die C-Seite hier auch wieder in diesem orange-gelb gehalten. Hier gibt es auch wieder drei Tracks. Und dann hier die D-Seite mit vier Tracks. Sehr schön. So, auch die Vinyl verstauen wir mal wieder. Zusätzlich haben wir dann noch diese hier, diese kleinere Vinyl, Phoenix aus dem Aschenbecher nennt sich das, Ultima Ratio lesen wir hier noch. Dann haben wir hier hinten auf der Rückseite 5 Tracks abgedruckt, allesamt Solo Tracks, also 5 Tracks von Fearless, also sowas wie eine EP. Hier die Kettensäge auf diesem Holzstuhl und dann schauen wir uns mal die Vinyl an.
Dieser in dem Fall klassisch in Schwarz gehalten. Seite A mit 2 Tracks und dann die B-Seite mit 3 Tracks. So sieht das aus. Gut, dann machen wir die Vinyl mal wieder in die Hülle. Und dann bekommen wir noch zusätzlich so einen kleinen quadratischen Zettel. Und zwar haben wir hier den Album-Download-Code, um das Ganze in digitaler Form runterzuladen. Gut, zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl-Edition befindet. Einmal dieser kleine Zettel mit dem Download-Code, dann diese Bonus-Vinyl mit der Bonus-EP Phoenix aus dem Aschenbecher, 5 Cracks hier drauf. Und natürlich die beiden Vinyls des Albums Asiland mit insgesamt 14 Tracks auf diese zwei Vinyls verteilt. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition von Asiland von Ferris MC. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ferris MC unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!